Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3. Diese Runde werden wir eine alte Bekannte, und zwar die Ellie, wieder treffen. Und das wird super lustig. Hallo, Clappy. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber du könntest doch viel beschäftigter sein. Oh, geil. Bitte hilf mir. Schlechter Empfang. Clap-trap. Hat dank seiner magnetischen Persönlichkeit seine Antenne verloren. Hilf ihnen geeignete Ersatzelemente. Ja. Ich hab meine Antenne verloren. Oh nein. Hörst du auf zu heulen, wenn ich dir helfe? Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl an Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Geh, auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme. Kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Tschüss. Gut, Ellie? Wo ist Ellie? Alter, warte mal, ich will mal kurz. Warte, Map, oder? Ja, das. Ups. So, ja, überspringen. Okay, das ist halt, ja. Dann werde ich doch zuerst ein Auto holen. So, wo ist sie? Da ist sie. Ist halt schon richtig geil, dass das jetzt so eine 3D-Ansicht ist. Gut. Dann Ellie! Ellie! Frag nicht. Boing! Gut. Warte mal. Ich will noch mal kurz schauen. Wir haben ja bemanntes Geschütz an. Ja, ist das jetzt wirklich? Bringe ein bemanntes Geschütz an Iron Mans Rücken an. Okay. Ist das jetzt wirklich? Also schießt es? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder heißt bemannt, dann also. Ich jetzt. Warte, ich kann ja jetzt hier reingehen und mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass es schießt. Zum Henker. Oh, da oben sind Fotos drin. Geh doch nicht weg. So, Ellie. Was los? Hey. Hey, Ellie. Hey. Was ist da draußen los? Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyreen wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt.
Wüstenrose spitz auf Raketen. Ajo. Hi. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Wow, du bist echt eine Wucht. Man braucht eine Armee, um dich umzunieten. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Irgendwie erinnert mich die die Mission ein bisschen an irgendwas. So. Ja, stimmt, daran habe ich noch nicht genug geschaut. Flap, 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 flap. Oh. Waschmaschine. Okay. Wenn du willst, kannst du auch ein Auto kapern. Ist ganz leicht. Such dir eine Karre aus und bitte den Fahrer ganz freundlich, sie zu verpissen. Okay, versuche ich mal. Da passt sie doch gar nicht rein. Hat er jetzt nicht gesagt. So, ich glaube, wir müssen da drüben durch den schmalen Durchgang. Ellie's Crab. Okay. Boing, 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 boing. Boah, die Maus gerade. Bringen wir es hinter uns. Das Grab ist deine Belohnung. Na dann. Na los, Karrejäger, geh zur Karre deiner Wahl und schmeiß den Fahrer raus. Keine Aufsicht. Alter. Geil, mit dem kann ich auch Nahkampf machen. Ah, da oben ein Schild active. Das traust du dich nicht! Jo. Ah, fuck. 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 Ich nehme mein Chili-Rezept. Du Niete. Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab. Boah, mitten in der Luft. Bye. Oh, super. So, ah, hallo. Ja, die ist auch nicht schlecht. Und ja, nee. Aber 46 Dollar ist ja Dollar als nichts. Entschuldigung. So, ist nicht meine Kappa? Nee, ich kann ja keine bauen. Oh, oh, oh. Das geht ja.
Habt ihr jetzt nicht gesehen. So. Gut. Wieder volles HP. Ist immer super. Also ich kann mir immer noch nicht drauf klar auf den... auf das Chili-Rezept. Doing, doing, doing. Oh! Hi. Oh, was ist das jetzt? Passt dein Fahrzeug an und schalte neue Teile frei, indem du gekaperte Fahrzeuge bei den einen Catcher Ride scans. Fahrzeuge, die bei einem Catcher Ride spawnen, dienen auch als flexible Schnellreiseorte. Dir gefallen die Steine, ja. Upsi. Ah, der andere Team muss ich. Wie komme ich da hin? Will sich eine Freundin bauen, okay. Jemand hat diesen Clip-Trap als Pinata benutzt. Blöd nur, dass nichts drin war außer Treten und Tränen. Aber der hatte auch einen gyroskopischen Rotor. Die verhindern, dass wir ständig umfallen. Meiner fehlt mir schon seit Jahren. Meine Freundin wird eine bessere Version von mir sein. Oh. Okay. Jetzt muss ich hier raus. Schöner Tschüss. So. Warte, aber schön einparken. Pandora. Hier ist ein Raketenwerfer, den ich mal ausprobiert habe. Kannst den haben, Schätzchen. Denk nur dran, ihn auszurüsten. Gut. Also, genau. Echt jetzt? Fertig? Danke. Gut, also, das haben wir jetzt. Genau, wir haben jetzt nur das da. Markierung. Standard. Angel. Hyperion. Ellie. Jacobs. Torch. Flalle. Ganz ehrlich, Ellie, das ist am geilsten. Alter, wie viel ist da hier? So, dann. Genau.
ausrüsten. Dann gibt es hier noch Sachen. Hier noch Sachen und da noch Sachen. Krass. Okay. Was krummelt hier denn so? Okay, jetzt. Genau, cool. So, aber da gibt es noch eine Aufgabe für mich. Hier. Kill. Jemand hatte, konnte sein Maul nicht halten. Stopf es endgültig. Hey, Kammerjäger! Der Kultisten-Mistkerl, der sich Heiliger Dumptruck nennt, verbreitet Scheiße über die Raiders. Das geht so nicht, Amigo. Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren. Ist mir eigentlich egal, wie weit du gehst, solange das Ergebnis stimmt, klar? Andererseits reicht's vielleicht auch, ihm eine Kugel in den Arsch zu jagen. Als Warnung für die anderen Banditen, sich nicht mit den Raiders anzulegen. Okay. So, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Brandschaden. Verringerte Hitze pro Schuss. Dann. Genau, das ist der Granatwerfer. Verringert man so. Das ist gut. Verbraucht weniger Treibstoff. Okay, das ist auch gut. Dann mache ich zuerst den Treibstoff weniger. Genau. Nee. Okay. Gut. Ah ja, genau. Warte, wir müssen jetzt Scheiße für Dump Truck. Optionale Ziele, schieß ihn in den Arsch. Wie ist halt wirklich, wie ich das jetzt wirklich machen soll oder was? Alter. Ah, da drüben. Wie ich das jetzt wirklich machen soll. Na gut, schießen wir mal den Drecksack in den Arsch. Länge! Yo, Kammerjäger! Die Straße da führt direkt zur Heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Gut. Wir sind eh da. Ah, warte mal, das ist wieder so ein. Dumptruck ist in der Gegend. Ich kann den Wichser fast schon riechen. Sieh dich um, Kajot. Tyrene sagt, du bist. Hab gleich! So nicht hier, Kamazin! Für eine Kerbe. Wie wär's etwas intimer? Okay, hier. Mach mich zu ein Top! So. Ich mach mal ein bisschen. Oh. Die ich halt nicht treffe, ne? Oh, langsam, langsam. Lieber mein Boys Bescheid! Er wollt Bescheid! Doppelt so lecker! Wo bist du? Jemand muss meine Flöhe füttern! Bah, jemand muss meine Flöhe füttern. Ich glaub's ja nicht. So, ich würde sagen, oben ist dann
wie hieß es in Borderlands 2 so schön? Gesichtsmassage mit. Oh, ich bekomme das nicht mehr. Hi! Gesichtsmassage mit Schrotflinte. Ah, nein, das war's nicht. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war. Hier ist noch eine Truhe. Aber ich feiere es gerade, dass sie den Schatzgoblin von Diablo reingebracht haben. Das ist so geil. Kein Wunder, dass sie über 1 Million oder so Waffen reingepackt haben. Mir gefällt deine Jacke, Kameradin. Schon geil. Bleib liegen, Lusche. Ich schmeiß die alle runter. Oh. Ey. Für die KDK! KDK! So, jetzt muss ich aber wirklich schauen, dass ich ein bisschen Leben zurückbekomme. Sehr schön. Weil der... Naja, die Operation jetzt oben, so die... Penetration mit der Schwurflinte. Das ist... Hi! Danke für die Warnung. Ich komme mal mit meinem Bär hin. Alles gut mit dir? Ey, der macht das ja wirklich. Na los, komm schon! Gut getötet, Kajon! Ich bin ziemlich sicher, dass dieser Penner Dumptruck Beute versteckt hatte. Versuch mal, sie zu finden. Was ist nur los mit dem? Die ist geil. Rohflinte. Ja. Dumptrucks Versteck liegt vermutlich hinter einer geheimen Falltür. Kann sein, dass man was tun muss, damit sie aufgeht. Die ist besser. So. Gut, folge diese Kabel. Ja, aber was soll ich, Ha. So. Ah, wie soll ich, das... Kajon, denk dran, dich nach allem umzusehen, was du brauchst. Oben, unten, rundherum. In diesem Fall oben. Ah, hier. Nein. In diesem Fall oben. Aber da hoch komme ich doch nicht. Ich erkläre es dir mal ganz einfach. Wenn du das Wasserrohr da oben triffst, gibt's eine Pfütze. Triff dann den Schalter am Generator, dann sollte die
Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwo hochgehen, hochklettern. Ah, nett, dass sie uns das so erklärt. Auch cool, dass sie das... Warte, was? Oh nein, warte. Warte. Was für ein... Ach so, das war's schon, oder was? Ja. Oh Gott. Heilige Scheiße, sieh dir das an! Unter Banditen nennt man das rote Kiste. Soll wahrscheinlich auf Blut anspielen. Banditen sind so versessen auf Blut wie eine Zecke an einem Skeg-Arsch. Jedenfalls hast du bei diesen roten Kisten echt gute Chancen auf heißen Scheiß. Aber die sind auch meistens gut versteckt. Also halt die Augen offen, es lohnt sich. Ach, und danke, dass du dich um Dumptruck gekümmert hast. Ja, danke. Oh, und das ist dafür, dass du Dumptruck in den Arsch geschossen hast. Das war genial. 377. So, oh Mann. Das war mal wieder nicht sehr, ein bisschen dumm von mir, aber okay. So, also. $70. Oh, Inventar voll. Dann gehe ich mal kurz abknattern hier, warte. ...42... ...38... Das können wir leeren. 60, 70, 50, 50. Das können wir fallen lassen. Ach so, nee. Abbrechen. So, genau. Das will ich jetzt fallen lassen. Fallen lassen. Ach so, oh, ich bin so ein Idiot. Ich muss einfach gedrückt halten. 37. Gut, ich glaube, das reicht erstmal. So, genau, 28. 63 ist eine gute. Die ist besser. 71 ist auch eine gute. Die ist auch nice. Aber macht nicht so viel Schaden, gibt aber Kohle. 40, nee. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns nächstes Mal zu der heiligen Rundfunkstation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.